News der Woche Nummer 9, 2024. Late in Building steht vor der Tür. Bei Bauarbeiten wurden Menschenleichen gefunden. Mit dem Film Elboden geht er am 8.3. in der Tafelhalle los. Es ist eine archäologische Sensation bei Bauarbeiten in St. Johannes. Ist eine der größten Pestfriedhof Europa gefunden worden. Archäologen gehen davon aus, dass dort die Beine von über 1000 Menschen liegen, die im 17. Jahrhundert an der Pest gestorben sind. In der Tafelhalle Nürnberg am 8.3. wird wieder das Filmfestival Türkei-Deutschland gestartet. Da werden wieder Filme aus Türkei oder Deutschland gezeigt. Die in den weiteren 10 Tagen kann man in dem Filmhaus Nürnberg andere Filme sich anschauen und im anschließenden Fall mit den mitwirkenden Personen aus dem Film Fragen stellen. Am Eröffnungstag wird der Film Elboden. In dem Film geht es um Hazel, strebt nach einer Chance im Leben, um sich über ihre Eltern hinaus zu entwickeln. Nach einer Chance im Leben, um sich über ihre Eltern hinaus zu entwickeln, trotz unzählige Bewerbungen steckt sie in endlose Trainingprogramme des Arbeitsamts fest. An ihren 18. Geburtstag plant sie mit ihren drei besten Freundinnen zu feiern. Doch ein tragischer Zwischenfall verändert alles. Flieht Hazal nach Istanbul, wo sie nun allein überleben muss. Kostet es, was es wolle. Ticket bekommt ihr auf der Webseite vom Filmfestival Türkei Deutschland. Oh, am kommenden Sonntag startet in Frankfurt die Late in Building Messe. Auf der Messe wird die neueste Technik der Hersteller in den Bereichen Licht, Sicherheit und Energietechnik vorgestellt. In den 6 Tagen ist die Messe von 10 bis 18 Uhr auf, am Freitag von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt in die Messe kostet 33 Euro oder mit 22 Euro, wenn man das Info-Service-Paket dazu nimmt oder das nimmt, sind echt nur 22 Euro, weil man da seine Daten an das Unternehmen Frankfurt an die Messe weitergibt. Und das waren schon wieder die News der Woche von dieser Woche. Wir sehen uns kommende Woche wieder bei den News der Woche. Bis dahin, hab eine schöne Zeit. Eine schöne Woche. Bis dahin, tschüss.